Grüß Gott, liebe Zuschauer. Willkommen zur ersten FIB-Sendung im neuen Jahr. Heute aus unserem Matz-Studio. Rudi wird voll beobachtet bei seiner Arbeit. Er ist dick drin. Tja, wir hoffen, Sie sind gut rübergerutscht ins neue Jahr und haben auch schon ein bisschen gute Freundschaft mit dem neuen Jahr geschlossen. Es soll Ihnen alles gelingen und in Erfüllung gehen, was Sie sich selbst wünschen. Glück und Gesundheit bis hin zum Lottogewinn stand auf der reichhaltigen Liste der Wünsche. Wir haben uns auf dem Freisinger Marienplatz ein bisschen umgehört, was man sich so im, vom und natürlich fürs neue Jahr alles wünscht. Zufriedenheit, Gesundheit, vor allen Dingen Gesundheit, das ist mir das Allerwichtigste. Dass es so weitergeht, dass kein Krieg kommt, dass der Friede da ist. Nicht? Gesundheit und Friede. Ja, Gesundheit. Das ist alles? Ja, dann das andere kommt von selber dann. Dass die Welt im Frieden bleibt. Gesundheit, das ist das Wichtigste. Gesundheit, wie man so schön sagt, das andere kommt von selber. Ja, und dass die Leute ein bisschen netter zueinander sind. Ehrlich, freundlicher, ja. Höflicher. Gesundheit und dass das Bier ein bisschen schmeckt wie neuen. Gesundheit, das wäre das Wichtigste. Und um Frieden. Ja, Gesundheit. Gesundheit. Nix. Sonst nichts. Aufstehen können. Marke können. Ja, Gesundheit vor allen Dingen. Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Das andere kommt dann von selbst. Vom neuen Jahr. Tja, verschiedene Sachen. Gesundheit. Ein langes Leben. Dass ich meine Rente auch erleben kann. Dass nicht vorher ein Flugzeug auf Reising abstürzt vielleicht. Auch Gesundheit und vor allem, dass meine Tochter gesund bleibt. Ja, und für Freising sind eigentlich die Wünsche schon alle verdorben, denke ich. Durch den Flughafen und Ohu und was da alles in der Nähe ist. Also ich denke, Freising lebt in einem Hexenkessel. Und es ist eigentlich schade, dass die Bürger so wenig eigentlich dafür getan haben, vorher schon was zu verändern. Die Heiligen Drei Könige, eine Frage an euch. Was wünscht ihr euch denn vom neuen Jahr? Ja, dass uns in der Schule gut geht. So. Und wie schaut es mit dir aus? Auch. Dass auch in der Schule gut geht. Und wie ist es mit dir? Also ich wünsche, dass wir ganz viel Geld kriegen für die armen Kinder. Alles klar, dann sammelt mal schon weiter. Dankeschön. Ja. Eine Frage, was wünschen Sie sich denn vom neuen Jahr? Was soll man das denn sagen? Naja, ist genauso so gleich wie alle Jahre. Ne? Was soll man das denn sagen? Man feiert zu Hause ein neues Jahr mit Sekt, mit Champagner und was so kommt. Und das ist alles. Also. Neun Jahre wünschen. Ja, dass ich immer viel Arbeit habe. Und das. Nein, das ist schwer zum Sagen. Man wünscht sich viel. Und ist doch wunschlos glücklich. Alles Gute, viel Gesundheit. Das Übliche. Und nichts. Ich hab's alles. Gesundheit, ja. Ja, das ist wichtig. Wenn ich Sie fragen darf? Ja, Gesundheit und dass in Politik ein bisschen mehr Rücksicht genommen wird und ganze diese Weltpolitik einen normalen, schönen Kurs einnimmt, einen positiven. Ich wünsche Frieden. Besonders Gesundheit für mich persönlich. Frieden. Und das ist alles. Das ist das Größte, oder? Überhaupt nichts. Gesundheit. Weil sowieso nichts Gescheites kommt. Gesundheit. Das ist die Hauptsache. Andere kommen von allein. Was soll man uns denn wünschen? Was wünschen Sie sich denn? Ja, ich wünsche mir Glück, Gesundheit und vor allen Dingen nette Bürger. Das ist die Hauptsache, ja, aber die gibt es selten. Ja, ja. Wenn man eine Ansprache hat. Frieden in der Welt. Zufriedenheit, Anspruchslosigkeit der Reichen. Möglichkeit oder Gesinnung des Teilens. Mitleben lassen der Randexistenzen. Vor allen Dingen Frieden möchte ich. Und sonst weiter nichts. Gesundheit und ein bisschen Geld halt. Sonst nichts. Dass er so wird wie er sollte. Alles Gute bloß. Ganz einfach. Was das dann ist, das sieht man ja dann in der Zukunft. Ja, was haben wir da wünscht? Wie es weitergeht, weiß man selber nicht. Gar nichts anderes, als dass so weitergehen möchte, wie es bis jetzt war. Gesundheit, das ist das Wichtigste.
Gesundheit und Frieden stehen also an erster Stelle, aber auch von den Kommunalpolitikern, von den Herren und Damen im Freisinger Rathaus wünscht man sich einiges, zum Beispiel mehr Einverständnis, mehr Einsehen für Freising Nord, besonders die Einverziedlung, baumaßnahmenmäßig und so. Bürgernähe wird immer angesprochen, aber es ist nicht so. Dass die miserable Parksituation etwas besser wird. Ich bin hier Anwohner und beobachte, dass die Behindertenparkplätze ständig belegt sind mit fremden Autos und die städtische Parküberwachung hoffnungslos überfordert ist und die Polizei auch. Und das ist also, wenn man das so beobachtet, wenn ein Behinderter hier wirklich einen Parkplatz braucht, dem hilft es überhaupt nichts, wenn da ein Strafzettel an dem Auto dann ist. Der hat keinen Parkplatz halt. Und das ist fast rund um die Uhr so. Das wäre ein Wunsch. Ja, dass die Probleme Müllabfall beseitigen und ist, dass das einmal in den Griff kriegen dann. Und dass das Parkhaus, die Parkprobleme ein bisschen besser werden, das Parkhaus fertig wird. Ja, es gibt mehrere Sachen. Kann ich nicht sagen. Unmöglich. Ja, vielleicht etwas mehr Mitspracherecht. Und wie es jetzt beim Flughafen rausgestellt hat, haben die ja schon seit einem Jahr gewusst. Zum Beispiel mit dem Erdinger Fliegerhorst und solche Sachen. Also ich glaube, dass die Parteien ja, sich langsam selbst überflüssig gemacht haben durch ihre Verhaltensweisen, die da im letzten Jahr oder jetzt gerade in dieser Zeit offenbar geworden sind. Das ist schwierig zu sagen, nachdem ich der Kommunalpolitik selber lang angehört habe, auf den Bürger eingehen, für den Bürger da sein und mit Bürger reden. Dann erfährt man alles und kann die Bürgerinteressen gut vertreten. Nein, möchte mich eigentlich nicht äußern, weil ich zu viel kenne vom Rathaus. Ja, etliche Wünsche. Die kann man gar nicht so ohne weiteres aufzählen. Zum Beispiel einen? Zum Beispiel Verkehrssituation in der City von Freising. Für einen Autofahrer katastrophal. Dass endlich mit dem Geschiss mit dem Lindenkeller aufhören. Das hin und her keine Ton. Und das endlich mal dazu steht, dass wir ein Haufen junge Leute in Freising haben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass wenn ich mir das so schaue, dass sie die scheinbar dafür nicht interessieren. Echt, das ist Fest am Lindenkeller oben, haben sie mir auch gesagt, dass ich mal hingehe, waren wir kurz einmal dort. Keine alte Sau vom Staat da gehen. Also scheinbar interessiert es keinen mehr. Ah, da mache ich keine von den Geschwollköpfen. Weil die helfen mir sowieso nicht, die Geschwollköpfe. Ja, weil wenn die was brauchen, dann kommen sie. Aber wenn du was brauchst, dann sagen sie, dann kommen sie wieder einmal vorbei. Ja? Aber auch die Tiere haben ihre Wünsche fürs neue Jahr, wie er zum Beispiel. Er wünscht sich Würste, Würste und nochmals Würste und seine Ruhe, wie man sieht. Und die Tauben vom Marienplatz? Weg mit den Antibabypillen für uns Tauben. Auch wir wollen wieder mal Babys. Tja, und was wünscht sich er? Ja, wissen Sie, der Brunnen auf dem Marienplatz soll endlich mit Trinkwasser gefüllt werden, damit wir Pferde draus saufen können. Claro, oder? Humor muss sein, sagte das. Nein, sagte das Pferd und streckte uns die Zunge aus. Ja, und wir strecken nun die Fühler aus zu unserem FEB-Rückspiegel mit Peter Sieber. Eine Zusammenfassung wichtiger und interessanter Ereignisse in und um Freising. Hallo und grüß Gott, liebe Zuschauer. Tja, frisch, frei und fröhlich darf ich Ihnen den ersten Rückspiegel im neuen Jahr präsentieren. Ich hoffe, Sie bleiben uns weiterhin so treu wie im vergangenen Jahr. Da kann ja uns miteinander gar nichts passieren. So, aber nun zu den Meldungen. An Ideenreichtum sind die Freisinger Autofahrer nicht zu schlagen. Immer ein Auge offen für sogenannte Behelfsparkplätze. Einer der größten davon ist entlang der beiden Auffahrten zum Domberg. Und dort stehen die Fahrzeuge kreuz und quer in der Gegend. Verständlich, dass die Domberg-Verantwortlichen diesem Zustand nicht mehr länger tatenlos zusehen wollen. Prälat Dr. Friedrich Fahr, erzbischöflicher Finanzdirektor und somit einer der mächtigsten Geistlichen des Erzbistums mit Wohnsitz Domberg, übt harte Kritik am rücksichtslosen Verhalten zahlreicher Freisinger Autofahrer. Gegen Gottesdienstbesucher ist nichts zu sagen. In der Zwischenzeit wird der Domberg allerdings als Aushilfsparkplatz missbraucht, so Prälat Dr. Fahr. 1991 soll demnach eine Tiefgarage am Domberg entstehen. Ohne eine gewisse Umgestaltung des Dombergs ist der Bau der Tiefgarage sicher nicht möglich. Nach Worten von Prälat Dr. Friedrich Fahr wird man sich nach einer möglichst dezenten Lösung bemühen.
Es geht um Ihr Geld. Bis jetzt hat das Finanzamt Freising für das Ausgleichsjahr 1987 bereits 14,2 Millionen Mark an Lohn- und Kirchensteuer erstattet. Pro Antragsteller entspricht das einem durchschnittlichen Erstattungsbetrag von 922 Mark. Tja, und bei dieser Summe sollte man sich gleich entsprechende Unterlagen herholen und schleunigst seinen Lohnsteuerjahresausgleich machen. Das Finanzamt Freising führt schließlich schon den Lohnsteuerjahresausgleich für das abgelaufene Kalenderjahr 88 durch. Neben den täglichen Sprechstunden des Finanzamtes von 8 bis 12 Uhr haben die Freisinger, wie schon bisher, Gelegenheit, jeweils donnerstags nachmittags von 14 bis 18 Uhr ihre Anträge auf Lohnsteuerjahresausgleich persönlich abzugeben. Und jetzt geht's weiter nach Langenbach. Dort wurde die neue Poststelle offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Die Kosten rund 80.000 Mark. Ein neues Zuhause für die Post in Langenbach war längst notwendig. Bei jährlich 50.000 Brief- und 1.800 Paketsendungen waren die Betriebsräume einfach zu klein geworden. Zur Zustellung gelangen an die 420.000 Brief- und 5.000 Paketsendungen. Mit der Errichtung der neuen Poststelle sind sowohl bessere Verhältnisse für die Kunden als auch für die Beschäftigten geschaffen worden. Tja, liebe Zuschauer, die närrische Saison in und um Freising herum hat ja nun begonnen. Während bei der Nahala Freising erst am 14. Januar die Intronisation stattfindet, waren wir vergangenes Wochenende bei der Intronisation der Nahala Zolling für Sie dabei. Eine perfekte Show unter dem Motto Eine Reise um die Welt wurde am Samstagabend den Besuchern präsentiert. Sehen Sie nun Ausschnitte aus dem Tanzprogramm des Prinzenpaares Gerhard I. und Maria II. Sowie der Garde aus Zolling. So, liebe Zuschauer, das war's schon wieder und vielleicht haben Sie jetzt ein bisschen Faschingsstimmung bekommen. Servus, bis zum nächsten Mal, schöne Tage und jetzt die Werbung. Wir haben den richtigen Sound und zwar für jeden. HiFi-Box in Freising, Heidstraße 18. Freising. Eine traditionsreiche Stadt mit altbayerischer Gemütlichkeit und freundlichen Leuten. Eine ruhige Innenstadt mit angenehmer Einkaufsatmosphäre und Sehenswürdigkeiten rundherum. Ob ein Theaterbesuch, ein Bummel durch das Freisinger Nachtleben oder ein Ratsch auf dem Markt am Marienplatz. In Freising ist die Welt halt noch in Ordnung. Sei leise. Schau mal, was da drinnen ist zum Naschen. Ja, was machst du denn?